Jetzt habe ich schon am ganzen Körper. Nur nicht im Gesicht und noch nicht an den Händen und Füßen. Aber das wird sicher auch noch kommen. Ich kann gerade noch auf die Straße gehen. Was soll ich jetzt machen? Soll ich zum Hausarzt gehen oder zum Hautarzt? Oder in die Apotheke? Ich frage nur zur Sicherheit. Du hast einen festen Freund, oder? Ja, sicher. Der ist seit einem Monat im Ausland. Aber warum fragst du? Na, du hast von Halsweh und von vergrößerten Lymphknoten gesprochen. Sind die noch immer vergrößert? Ja. Na, es gibt ein paar Infekte. EBV, CMV. Und bevor du es googelst, auch HIV. Da kann man Fieber und Ausschlag bekommen. Aber man bekommt es nicht durch Anhusten. Das ist ja nett, dass du mich beruhigst, aber was habe ich jetzt denn? Ich habe mir nur überlegt, ob du eine Blutuntersuchung brauchst. Nimmst du irgendwelche Medikamente im Moment? Ja, ein Aspirin vor einer Woche, 3 Tage lang, wegen Gelenkschmerzen. Das habe ich jetzt ab und zu in den letzten Monaten. Nein, Arzneiausschlag kann es immer sein. Das kann man alles schon genommen haben und auf einmal wird man allergisch. Ich zum Beispiel habe im Turnus auf der Kinderstation meinen Knöchel verstaucht. Und dann habe ich Schmerztabletten genommen und auf einmal hat der Portier gesagt, ich darf nicht mehr auf die Station, weil ich eine Kinderkrankheit habe. Mein Kopf war voller Ausschlag, mein Hals. Nimmst du irgendwelche Medikamente? Vitamintabletten, die Pille, alles kann da möglich sein. Oder hast du irgendwas Spezielles gegessen? Die Pille nimmst du. Ich würde dir raten, dass du wartest damit, zum Hautarzt zu gehen. Der verschreibt dir eh nur eine Salbe. Aber wenn es nicht stark juckt, geht es ohne auch nicht langsamer weg. Lass auf jeden Fall die Schmerztabletten weg. Es ist offen! Hallo! Hi! Nein, ich bin nicht ansteckend. Sicher nicht? Aber was hast du denn? Ich war noch nicht beim Arzt, aber ich schätze eine Allergie oder so. Auf einmal war ein Fleck da und in den nächsten Tagen war der ganze Körper voll. Und vielleicht habe ich den einen auch nicht gleich am Anfang bemerkt. Aber auf der Reise nach Thailand hatte ich noch nichts. Ich warte schon so auf einen Anruf von meinem Freund, der mit war, wie es dem geht. Und allergisch worauf? Wenn ich das wüsste. Also ich hatte mal zwei Freunde, die hatten so ein Problem. Du, die eine, die war auf Nickel allergisch. Und als sie dann das erste Mal einen Nickelschmuck getragen hat, da hat sie sofort Flecken bekommen. Und das hat dann überall gestreut. Die konnte nicht einmal ins Freibad gehen, weil alle Leute geglaubt haben, die hat was Ansteckendes. Und ein Arzt hat sie dann behandelt auf Schuppenflechte. Cortisonsalm hat die eine Menge bekommen, das sage ich dir. Ja, und das ging dann auch irgendwann wieder weg. Jedenfalls, Nickel meidet sie jetzt. Und der andere Freund, der hatte, glaube ich, das Gleiche. Und der hat das ein Jahr lang nicht weggekriegt. Der ist dann jedenfalls zum Arzt gegangen und der hat gesagt, das kommt von den Blompen. Naja, der hat sich dann jedenfalls alle Blompen rausnehmen lassen und der Ausschlag ging dann auch weg. Ja, jedenfalls hat das ein Vermögen gekostet. Und letztes Jahr, da kriegt er so Rückenweh und Schmerzen in den Fingern. Und wieder diesen Ausschlag. Naja, und er ist dann zum Arzt und dann hat es geheißen Schuppenflechte. Naja, und jedenfalls hat er sich ziemlich geärgert, weil er glaubt, er hat das ganze Geld beim Fenster hinausgeschmissen. Aber vielleicht waren das auch zwei verschiedene Sachen. Langweilig. Hallo. Was macht der Ausschlag? Immer noch gleich. Warst du beim Arzt? Nein, meine Mitbewohnerin, die Medizinstudentin, meinte, das bringt nichts. Ich bekomme nur Cortison. Und auf die Uni kann ich gehen. Unter dem Gewand sieht man nicht. Hast du erzählt von dem Durchfall, den wir beide hatten, bevor du von Bangkok zurückgekommen bist? Nein? Ja, also Haut und Darm hängen schon oft zusammen miteinander. Das würde ich mir überlegen an deiner Stelle. Ich gehe erst jetzt hier zum Arzt, wenn es wirklich brennt. Mein entzündetes Auge wird seit einer Woche nicht besser.
So, wenn das so weitergeht, dann überlege ich es mir. Aber du, ich verstehe nicht, warum du nicht zum Arzt gehst. Wir hören uns wieder, Papa. Hi, du. Du wirst es nicht glauben, aber ich glaube, ich kriege den Ausschlag, kriege ich jetzt auch so lauter rote Flecken auf der Brust, so in Linien. Ich bitte dich, geh zum Arzt. Du kannst ja auch zum Homöopathen gehen, wenn du kein Cortison nehmen willst. Und vielleicht kriege ich dann das Mittel auch hier. Aber weißt du, die Haut ist ein Spiegel der Seele und ich vermisse dich. Ich hoffe, du mich auch. Natürlich.